Hallo und herzlich willkommen. Wir treffen uns hier heute zusammen zu Medieval Dynasty, ein Spiel, was am 17. September veröffentlicht wurde auf Steam und sich momentan noch in der Early Access Version befindet. Deswegen sehen wir hier unten links auch eingeblendet Alpha 0.1.06. Ja, und ich dachte mir, wir spielen mal das Spiel, beziehungsweise probieren es mal an, um mal die Spieleindrücke zu testen. Und vielleicht wird es ja auch ein etwas längeres Gameplay. Oder wir werden davon auch eine ganze Let's Play-Reihe starten. Wir werden uns mal überraschen lassen. Auf jeden Fall hatte ich mega Bock, dieses Spiel mal anzuspielen und zu testen. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. So, neues Spiel gestartet. Used to have a simple life. Whatever needed doing round the farm, I'd do it. Being the eldest son, it's tough. But at least we had a living, and our plates were never empty. Then, the war came. I lost everything overnight. The last thing I remember is father pushing me away, yelling for me to run, to live. At first, I didn't know what to do. Then, I remembered a story my mother once told me. A story about my uncle, Jordan. He made a modest fortune up north, in a peaceful valley, far away from the war. For weeks, I held on to that thought. Tell the valley from my mother's stories. I could see it. This is where I can start a new life. So, das war schon mal ein imposanter Trailer, wo wir schon eine Menge über die Figur erfahren konnten. Bin jetzt mal gespannt, wie es losgehen wird. Ob wir auch gleich einen Fernbogen in die Hand bekommen oder ob wir hier. Okay, da sehen wir schon. Neuer Quest, ein neues Leben beginnt. Okay, oben haben wir die Himmelsrichtung: Nordwest, Nord. Okay. Linke Taste ist Faustschlag, wie uns hier schon rechts angezeigt wird. Und auf F können wir eine Fackel nehmen. Okay. Einsammeln. Kiefernzweige. Achso. E. Sehr schön. Drei Stock. So, jetzt haben wir hier einen Wegweiser. Frau Nika und Gustavia. Gehen wir doch mal hier lang. Links haben wir scheinbar eine Anzeige links unten mit Nahrung, Wasser und ich würde sagen Lebensenergie. Springen tun wir ganz normal auf der Leertaste. Denke ich in jedem Spiel üblich. Ducken ist auf STRG. Und Rennen ist ganz normal. Shift. So, hier haben wir schon die Stelle, die wir schon mal in einigen Trailers beobachten konnten. Wunderschöne Aussicht. Mühe zum Detail. Das sieht doch fabelhaft aus. Sieht ja schon fast aus wie so ein kleiner Urlaubsort, wo man gern mal verweilen würde. So, aber nichtsdestotrotz sprinten wir mal langsam ein bisschen runter. Da sehen wir auch schon, wie die Ausdauer runtergeht. Das heißt, der grüne Balken links unten wird unsere Ausdaueranzeige sein. Und dann können wir doch hier mal ins kleine Dörfchen. Okay, also wenn wir zu viel Ausdauer verschwenden, wird uns schwummrig vor Augen. Das wissen wir dann jetzt auch schon. Können wir hier mal hier ein bisschen öffnen? Ja, okay, lässt sich öffnen. Was ist das hier? Tor? Oh. Einfache Fackel. Ah, okay. Muss jetzt irgendwie rüberziehen oder? Achso, oben, unten auswählen. Transfer ist F. Transfer. Dann nehmen wir mal einen mit. Ein Haferbrötchen. Und dann nehmen wir doch auch mal
Münzen mit. Nehmen wir mal, ich weiß zwar noch nicht, wofür wir die brauchen werden, aber wir nehmen mal ein paar Münzen mit. Jetzt haben wir hier die einfache Fackel in der Ausrüstung, unsere Sachen, das wird uns gleich sozusagen schon reingelegt, das ist gut. Nahrung, Verbrauchsmaterial, Crafting-Zeug. Und hier haben wir auch die einzelnen Kategorien. Na, sehr schön. Okay, auf N öffnen wir dieses Management. Management-Tabs. Okay. Ich weiß nicht, was wir damit anfangen, aber öffnen wir die Map. Okay, also hier sind die einzelnen Landkreise bzw. Regionen schon mal eingezeichnet. Hier haben wir das Management, was wir eben gerade schon gesehen haben. Und unser Inventar. Equipment Slots, Quick Slots. Das sind dann sozusagen die Tasten, die wir belegen können. Ja, super. Mensch, da sind wir jetzt hier im Bilde. Das heißt, dann können wir ihn hier eigentlich mehr oder weniger ausrüsten. Ausrüsten, ein Stock. So, das ist, was wir eingesammelt haben, okay. Hier haben wir aber irgendwie nichts. Das heißt, eigentlich das, was wir gerade eingesammelt haben, müsste ja eigentlich schon da drin sein. Ah, wir gehen erstmal in die Stadt. Können wir es hier auch schon abernten? Nein. So, wir sollen mit dem Kastellan. Wo auch immer du bist, du Kastellan. Wo finden wir denn hier den Kastellan? Den Kastellan. Journal, Story. Okay. Quatschen wir erstmal die hier an. Oh. Hier bin ich. Ist schon wieder eine Truhe drin. Weiteren Lebensmitteln, okay. Ne, das ist dieselbe Truhe. Ihm können wir sprechen. Entschuldige, meine Mutter sagt, ich soll nicht mit Fremden sprechen. Okay. Schön, dass deine Mutter sagt. Ich sag dir was anderes. Ich genieße es, was ich tue. Du wirkst zuverlässig. Vielleicht kannst du mir irgendwann helfen. Okay. Scheinbar war das auch noch nicht der Kastellan. Die Frage ist ja auch, ob der hier ist oder ob der in dem anderen Dorf ist. Kann man wieder irgendwas abpflücken, scheinbar. Hier ist ein. Wieder eine Truhe. Das wird wahrscheinlich wieder unsere selbe Inventartruhe sein. Okay, sie darf also auch nicht mit Fremden sprechen, weil sie ist 16. Was sagt der Berant? Er ist ja momentan Zeit. Sicher, worum geht es? Ich komme gerade von der Feldarbeit zurück, harter Job. Okay. Bist du wahrscheinlich ja auch zu jung, um mit dir zu quatschen? Ne, 35, geht klar. Okay, zeig mir deine Ware und schon sind wir irgendwo in ein Mehlinventar gekommen. Können wir das jetzt hier loswerden? Achso. Stock wäre auch ein Preis, dafür gibt es auch einen Preis, okay.
Nahrung, Verbrauchsmaterial. Okay, wir müssen uns hier erstmal ein bisschen reinfinden. Wir sagen hier erstmal auf Wiedersehen. Auf Tab können wir. Als der Krieg kam, habe ich alles verloren. Zuerst wusste ich nicht, was ich tun sollte. Dann erinnerte ich mich an die Geschichte, die mir meine Mutter einst erzählte. Eine Geschichte über meinen Onkel. Okay, er machte ein weites Vermögen im Norden, in friedlichen Tal. Ich habe wochenlang danach gesucht, aber ich habe es endlich gefunden. Kann ich ein neues Leben beginnen? Friedrichtal, okay. Im Norden. Spieler überleben, Speicher, Ressourcen, Einwohner. Okay. Leute. Wir suchen nicht unsere Ehefrau, wir suchen eigentlich. Oha, das geht hier oben noch verdammt weiter. Okay. Wir suchen eigentlich. Suchen wir schon Leute. Quests. Da haben wir es doch. Ist es denn ein Quest? Scheinbar ist es kein Quest. Fähigkeiten. Kenntnisse der Gewinnung. Okay, dann werden wir weiter gucken. Irgendwo werden wir schon finden, wie wir irgendwo weiterkommen, reinkommen, was auch immer. Sehen wir hier die Frauenstube oder was? Kannst du dich ein bisschen bewegen und dann. Okay. Hier können wir sozusagen auf Frauenjagd gehen. Oh, Ehefrau. Eine Ehefrau ist notwendig, um das Überleben deiner Dynastie zu sichern. Dank ihr wirst du einen Erben haben, der, wenn er richtige Alter erreicht hat, deine Geschichte fortsetzen. Den Ruf der Dynastie verbessert und dein Dorf entwickeln wird und das Dorf entwickeln wird. Deine Frau kann dir auch helfen, deine Talente zu überdenken und deine Wunden zu heilen. Denk dran, dich nicht nur um dich selbst, sondern auch um deine ganze Familie zu kümmern. Wenn deine Frau mit deiner Handlung sehr unzufrieden ist, beziehungsweise zum Beispiel, wenn sie lange Zeit keine Unterkunft, kein Essen oder keine Möglichkeit hat, sich im Winter zu wärmen, kann sie dich verlassen und dein Erbe mitnehmen. Oh. Also scheint schon mal alles sehr komplex. Boxen, wenn wir keinen. Okay, irgendwie habe ich das Gefühl, ich quatsche jeden zu, wie hart doch der Job draußen ist. Aber. Aber es ist ja scheinbar so, dass der Job hier ziemlich hart ist. Also von daher. Alles stabil. Also scheinbar kennen wir uns noch nicht genug. Alle hier Neuankömmlinge. Die Bewohner deines Dorfes, um sich zu überzeugen, in dem Dorf zu ziehen, musst du die richtige Anzahl von Dynastie-Funktionspunkten erreichen. Du kannst versuchen, sie zu überzeugen, indem du Häuser für sie baust und mit Menschen in der Gegend sprichst, die sich vielleicht deiner wachsenden Siedlung anschließen möchten. Die Leute werden dringend gebraucht, um schnelle Ressourcen zu sammeln, die Tiere zu versorgen, Felder zu bestellen, Technologien zu entwickeln, die Lebensqualität aller zu verbessern. Okay, also wir können Häuser bauen, wovon ich noch nicht weiß, wie. Wir können uns wahrscheinlich auch Pfeilenbogen craften, um zu jagen, wo ich leider auch noch nicht weiß, wie. Und wir können unser Dorf vergrößern, eine Ehefrau und Kinder machen, die aber auch zufrieden sein muss, wo ich auch noch nicht weiß, wie. Aber das finden wir heraus, denke ich mal, hoffe ich mal, zu wissen, zu glauben, wie auch immer. So. Wenn ich jetzt noch wüsste, wer der Kastellan ist, oder war das der Typ, der hier gerade an uns vorbeigelaufen ist?
Er war ein großer Mann, ein besserer Freund. Als Handwerker ausgezeichnete Händler, Vermögen verdient, solche Teile. Er baute und betrieb sie. Wie auch viele andere Geschäfte, die du im Tal findest. Dein Onkel hat sich umbringen lassen, mein Freund. Er hat diese Idee von riesigen Handel mit deutschen Königreich im Westen. 5 Wagen gefüllt mit besten Eisenerz, schön gefärbten Leinen und unserer ausgezeichneten Bier. Von 10 Ochsen gezogen, hat er nicht rumgealbert. So viel kann ich dir sagen. Was ist passiert mit ihm? Sein Treck wurde von Banditen überfallen. Seine Fuhrleute abgeschlachtet. Er musste sich wacker geschlagen haben, nach dem, was wir gesehen haben. Als wir nach ihm suchten, hat er 2 mit ihnen in den Tod genommen. Ich habe ihn selbst begraben. Oder besser, was die Wölfe zurückgelassen haben. Es tut mir leid, der übrigen solche Nachricht zu sein. Okay. Er will noch weiter mit mir reden. Super. 55 Jahre bist du alt. Sag das nicht. Okay. Also er ist der Kastellan. Okay, na dann müssen wir schon mal. Haben wir den richtigen gefunden. War doch mein Dings richtig. Das ist gut genug. Waren oder Gold zu bieten. Aber du kannst hier so viel Land haben, wie du willst. Nicht verkauft, sondern dir auf Lebenszeit garantieren. Baue ein Haus, züchte Gemüse, halte etwas Vieh und folge dem Traum deines Onkels. Ist das dein Ernst? Mein eigenes Land, so viel wie ich will? So viel, wie du brauchen kannst, mein Junge, und solange du deine Steuern bezahlen kannst. Du kannst Bäume fällen, um dein Haus zu bauen. Am Fluss wächst Schilf, das sich gut für ein Dach eignet. Was hast du zu essen dabei? Nicht viel. Wenn nötig, findest du einen Verkäufer in unserem Dorf. Wenn du kein Geld für Nahrung hast, kannst du immer Pilze im Wald suchen und Tiere jagen. Sicher kannst du mit den Menschen hier oder in den Dörfern sprechen. Vielleicht wird jemand für deine Hilfe bezahlen. Lass mich mal sehen. Ich habe etwas Besonderes für dich. Das ist der Hammer, mit dem dein Onkel das Haus gebaut hat, in dem er alt geworden ist. Welches besseres Werkzeug könnte ich verwenden, um hier zu bauen? Okay, Tab-Menü. Da haben wir das Menü von vorhin. Sehr schön. Na, müssen wir uns mal gucken hier. Tab, Q. Gebäude, Crafting. Weitere. Ja, also hierfür müssen wir Technologie mitbringen. Auf der Aktionstaste Q können wir Gebäude und Craftings machen. Nicht genug Ressourcen, also hierfür fehlt uns scheinbar nur die Ressourcen. Hierfür brauchen wir jeweils Stroh, bla 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 bla. Was ist simpler Sack. Dann haben wir auf der Q-Taste das Bauen. Was ist weiteres? Zäune. Zäune haben wir auch noch nicht erforscht. Gebäude, wir müssten ja eigentlich ein Haus haben. Einfaches kleines Holz, nicht genug Ressourcen. Rundholz brauchen wir dazu. Wo wir auch immer Rundholz herbekommen. Das werden wir wahrscheinlich beim Crafting machen. Und Brennholz, Fackel. Hölzerne Speere. Gegenstand und Behälter für viele verschiedene Dinge. Treibstoff für Lagerfeuer, okay. Okay, also wir müssen scheinbar noch ein paar Technologien erforschen, das werden wir aber wahrscheinlich erst, achso, Kapitel 1 neu anfangen. Da rechts ist ja das schon mit dem Hausbau. Wir werden erstmal hier ein bisschen Wasser aus dem Bach trinken. Haben wir getan. Und dann werden wir mal gucken, wie wir jetzt hier uns Nahrung aneignen. Essen. F.
So, Nahrungsbalken jetzt hoch. Scheinbar noch nicht so ganz. Dann ist wohl auch mal ein Haferbrötchen. Ja, so ist doch fein. So, jetzt haben wir hier unser den Holzhammer. Und den könnten wir doch F ausrüsten. Auch auf Ausrüsten. Jetzt haben wir den. Der Taste 2 auf der Taste 1 ausgerüstet. Sehr schön. Jetzt können wir hier in den Baumodus gehen. Ein Baumodus. Nicht. Gebäudezerstörungsmodus. Herunterstufen aufrüsten. Reparaturen. Okay. Das haben wir doch schon mal. Axt benötigt. Wir haben Kuh kennengelernt. Kuh ist eigentlich das Crafting-Menü. Wir brauchen eine Axt. Bietet uns leider keine Axt. Hölzerne Hacke. Zeit, mit dem du Bäume fällst. Doch, hier ist die Axt. Dazu brauchen wir 10 Stock und 2 Steine. So, Steine habe ich aus Ark gelernt, findet man am Fluss oder am Wasser wahrscheinlich. Und, ist das hier auch so? Scheinbar nicht. Oder? Dafür brauchen wir Stöcke. Und hier sind scheinbar auch Steine. Bloß hier liegen keine auf dem Boden. Na komm. Jetzt haben wir, wie viele Stöcke haben wir jetzt schon? 12 schon mal. Aber ich glaube, das kann nicht schaden, dass wir mal ein bisschen mehr sammeln, weil wir dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr von dem Zeug hier brauchen. Oh, hier ist ein Stock schon auf dem Boden. Okay. So, aber dann werden wir hier mal cutten und den Rest sparen wir uns mal für die nächste Folge auf, wenn es wieder heißt Medical Dynasty. Bis gleich, beziehungsweise später. Oh, da haben wir einen Stock. Ne, ist doch nur ein Stock.